Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 4. Und das letzte Mal bei verbotene Liebe. Mein Antonio hat eine Verabredung! Verabredung? Denk dran, das ist unser Opfer! Ja, ich weiß. Spät am Abend kam Duralina wieder nach Hause. Na, Duralina, ist doch ein schöner Abend gsi. Raffaele, bist du uns etwa den ganzen Abend gefolgt? Natürlich! Aber du hast dich nicht ganz an unseren Plan gehalten. Ich hätte doch nicht damit rechnen, dass der tollpatschige Diener ins Meer geht und sich so fest verhält. Das war lustig. Redet an uns zu so späten Stunden. Entschuldigung, Vater. Es ist ein bisschen später geworden, als er denkt. Ah, Tochter, du bist heimgekommen. Es ist später geworden. Dann nehme ich an, es ist gut gelaufen. Es ist nicht schlecht gelaufen. Nicht schlecht? Sie hat einen Knall hergeküsst. Wie bitte? Das ist ja grossartig. Das musst du mir ja ganz genau erzählen. Duralina schilderte Diego ganz genau, was passiert war. In der Zwischenzeit kamen Brigella und Antonio nach Hause. Psst, Brigella, nicht so laut, sonst weckst du die anderen auf. Es guss jetzt! Hast du wirklich das Gefühl, dein alter Herr leiht sich schlafen, wenn sein Sohn ein Date hat? Papa! Colombina! Alecchino! Tartaglia! Von allen Seiten des Zimmers wurden Brigella und Antonio erwartungsvoll angestarrt. Was ist denn mit dir passiert? Tartaglia brachte dem völlig durchnässten Brigella ein Badetuch. Ich bin es wer? Kate! Ist mehr Kate? Wie hast du denn das angestellt? Ach, das ist nur so gewesen. Nur so? Antonio, sei zu seiner Donna. Deine Augen sind schöner als jede Sonnenuntergang. Und der Bame schon küsste sie. Was? Antonio, jetzt musst du aber alles ganz genau erzählen. Oh je. Colombina, Tartaglia und Pantalone zerrten Antonio ins Wohnzimmer. Alecchino blieb bei Brigella und starrte ihn schadenfreudig an. Was? Ach, nüt! Alecchino und Brigella setzten sich auf die Bank im Vorraum. Sorry, das ist einfach zu schnell gegangen. Was? Er hätte nur müssen den Satz sagen und er schon geküsst sein. Mama mia, weißt du, wie ich verschrocken bin? Ich seh's. So sehr, dass du kalte Füße bekommen hast. Oh, sehr witzig! Die nächsten Tage verbrachte Antonio damit, sich regelmäßig mit Duralina zu treffen. Sie unternahmen alles Mögliche zusammen. Romantische Spaziergänge, Gondelfahrten, Abendessen gehen und Brigella beim Lautespielen zuhören. Eines Abends jedoch kam Duralina mit trauriger Miene zur kleinen Brücke. Duralina, meine Liebe! Oh, hallo, Antonio. Was ist denn los, meine Liebe? Ach, Antonio, es ist mein Vater. Was ist mit dem Vater? Er wollte nicht mehr, dass wir uns sehen. Was? Aber warum denn? Antonio hielt Duralina an der Hand und schaute ihr tief in die Augen. Er glaubte, du wolltest nur an sein Vermögen. Was? Nein, Duralina, ich weiß doch nicht einmal, wer dein Vater ist. Ich habe ja extra nie danach gefragt, weil ich mich nur für dich interessiere. Das heisst, du weißt gar nicht, dass mein Vater, der Signore Diego, il Subtolo ist. Dein Vater ist bitte wer? Ist das so schlimm? Mein Vater ist Signore Pantalone da Venezia. Wie bitte? Was?
Du hast also auch nicht gewusst, wer mein Vater ist. Nein, mein Vater hätte niemals zugelassen, dass wir uns treffen. Und meine erst nach all dem, was dein Vater meinem Vater angetan hat. Doralina brach in Tränen aus. Aber was mache ich denn jetzt? Ich liebe dich doch so sehr. Du liebst mich? Doralina nickte traurig. Ich liebe dich auch, Doralina. Und ich will mit dir zusammen sein. Aber wie stellst du dir das vor? Unsere Väter sind ernst finden. Die lassen uns nie zusammen sein. Na ja, ausser... Ausser was? Also... Ja? Aha. Ich? Also, nur wenn du willst. Antonio, ja, unbedingt. Ich will. Kurze Zeit später klingelte es bei Signore Diego an der Tür. Oh, Freunde, es wütet. Sie, Signore. Ich komm ja schon. Wer ist da? Oh, Signora Doralina und Signor Antonio. Signore, wir haben Besuch. Ja, ich komme grad. Komm nur rein, Antonio. Doralina führte Antonio in die Stube. Beide setzten sich auf das Sofa beim Kamin. Da betrat auch schon Diego das Zimmer mit einem Glas Wein in der Hand. Buonasera. Mit wem hab ich denn? Signore Antonio? Was führt Sie denn da an? Vater, bitte, bevor du hässig wirst. Antonio und ich, wir müssen dir etwas sagen. Vielleicht willst du dafür anhocken. Anhocken? Sehe ich aus, als wäre ich alt. Ich bleib stehen. Mich kann nicht so schnell überraschen. Gut, dann fange ich mal an, wenn's recht ist. Sehr wohl. Signore Diego nahm nachdenklich einen Schluck Wein. Also, ich und Doralina haben beschlossen, dass wir heiraten wollen. Heiraten? Jetzt hock ich doch schnell alle. Vater! Er war der Mann, von dem ich dir die ganze Zeit erzählt habe. Dir ist schon klar, dass er der Sohn vom Signore Pantalone ist. Mein Ernstfeind. Mich hat's auch sehr überrascht, dass er so eine Schönheit eure Tochter kann sein. Was soll das jetzt heißen? Ich bin doch wunderschön. Mehr als wunderschön, meinst du? Raffaele kam mit drei weiteren Gläsern und einer Flasche Wein in den Raum. Der eigentliche Grund von unserem Besuch ist, dass ich gern um die Hand von eurer Tochter anhalten würde. Nur die Hand? Der Rest von ihr nicht? Ruhe, Raffaele. Ich weiss nicht, Antonio. Ich und dein Vater sind schon seit langem Feinde. Diego blickte abwechselnd Antonio und dann Doralina an und wandte sich dann ganz an seine Tochter. Doralina, meine Tochter, liebst du ihn? Vater, ganz fest. Signore Antonio, liebet Sie meine Tochter? Diego blickte Antonio mit einem bösen, finsteren Blick in die Augen. Mehr als alles andere auf der Welt. Gut, in dem Fall. Antonio, Doralina, ihr habt meinen Sack. Oh, Vater, danke! Ende von Kapitel 4. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the race. Please subscribe.